Aktionstage der Polizei. Polizeioberkommissar Andi und Polizeimeisterin Heike zeigen Präsenz im Innenstadtbereich. Informationsarbeit, um Nachwuchs anzuwerben. Ja, da bist du genau richtig hier. Ja, super. Also ich habe hier ein bisschen Informationsmaterial. Guck mal, ich gebe dir erstmal das mit, das kannst du dir mal zu Hause. Ich interessiere mich nämlich für einen krisenfesten Job. Ja, cool. Solche Leute brauchen wir echt, auf jeden Fall. Ja. Wie ist denn das mit der sportlichen Fitness? Also, geht so. Ja, also ich meine, wir haben natürlich auch einen anstrengenden Job so, mit viel körperlichen Einsatz. Leistungsbereitschaft ist eine wichtige Voraussetzung für den Polizeidienst. Viele junge Leute suchen einen Ausbildungsplatz. Einige von ihnen müssen aber erst einmal herausfinden, wer sie sind, was sie wollen und was überhaupt angeboten wird. Du kannst bestimmt noch mehr, oder? Der Andi, ja, der kann richtig viel. Ich habe schon Liegestütze gemacht, da bist du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt. Du musst wissen, der Andi ist nämlich eine richtige Sportskanone. Ne, Andi? Ja. Wenn es doch so ist. Ja, mach doch mal. Guck mal, wenn ich jetzt anfange, hier Liegestütze zu machen, da stehen wir morgen noch mit unserem Stand hier. Ich würde das auch gerne sehen. Ach, bitte, mach doch mal. Bitte. Also, es geht los. Eins. Man muss nämlich auch ganz runter und wieder hoch. Durch das ständige Hochleistungs- und Härtetraining befinden sich die Beamten in Dauerhöchstform. Im Schnitt genügen nur etwa 10-30% der Bewerber den strengen Anforderungen und bewältigen die rigide Personalauswahl. Ja. Das waren jetzt zwei Liegestützen. Das waren zwei Liegestützen, nur mal als exemplarisches Beispiel, was für Fitnessübungen auf dich zukommen, wenn du demnächst in unseren Polizeidienst dann halt auch, ne? Natürlich. Eine wichtige Seite der Polizeiarbeit, die Nähe zur Bevölkerung suchen, Kompetenz zeigen, sowie Präsenz und Imagepflege in der Öffentlichkeit. Halt die Klappe. Zurück beim Infostand der Polizei. Andi und Heike haben gerade alle Hände voll zu tun. Hier steht. Name, Adresse ist klar. Da drüben hat es mir schon gereicht. Was soll das denn? Andi, komm doch mal her. Was ist denn los? Ich dachte, könntest du aufs Klo gehen. Sag mal, das darf ja wohl. Kommst ganz du kurz, bitte ich muss mich jetzt da jetzt mal hin mal, das ist übrigens meine Kollegin, von der ich erzählt habe. Ne? Ja. Aber bleibst du ganz kurz noch hier, wir können ja gleich noch weiterreden. Was ist denn los, junger Freund? Würdest du mir bitte helfen? Ich will doch das nur kannst du jetzt nicht hier. Du willst poppen hier, aber doch nicht mit mir, oder? Dich will ich poppen. Andi, würdest du mir... Ja, ich halte mich jetzt fest. Wir haben in dem Café randaliert, ich wollte nur auf Toilette gehen. Ja, was bringst du denn jetzt mit zum Infostand? Die Kollegen sind alle auf Streife, es hat keiner Zeit. Wir müssen hier... Die wollte mir gerade ihre Telefonnummer geben. Die moderne Großstadtpolizei muss bei ihrer Aufgabenerfüllung den vielfältigen Anforderungen einer globalen Gesellschaft Rechnung tragen. Die Verslammung der Innenstädte ist nur eins der Probleme, mit denen Beamte wie Andi und Heike zu kämpfen haben. Beratungsgespräche, das ist unsere Aufgabe, und nicht irgendwelche nicht gerade, bekloppten Penner hier an unseren Stand zu bringen. Ja, natürlich nicht. Was ist denn unser Job? Unser Job ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Verdammt nochmal. Die Polizei. Sie bietet eine Ausbildung mit Kopf, Herz und Verstand. Ja, dann kann man hier mal am Live-Experiment üben. Wir haben hier so einen Stand aufgebaut. Das gehört alles mit dazu. Wenn du gerne willst, kannst du auch mal hauen. Ja. Polizeigriff kannst du mal. Hau mal. Ja, ordentlich. Kannst du. Das gehört dazu. Jetzt hau doch zu, hau richtig mal drauf. So, oder hier Arm verdrehen. Guck mal hier. Pack mal richtig an hier. Da anpacken, so. Und so, genau. Und dann so von hinten nehmen wir in den Nieren. Ruhe. Und das machst du alles, wenn du bei der Polizei bist. Die Polizei orientiert sich an den gesellschaftlichen Veränderungen und passt ihr Wertesystem der globalen Gemeinschaft an. Das ist doch nur Show.